Willkommen zurück zu Let's Build a Compiler. In dieser Folge werden wir den Visitor aus letzter Folge in den Punkten Lesbarkeit und Nützlichkeit aufbohren. Mein Name ist Yenki und ich wünsche euch viel Spaß. Unser Visitor tut jetzt zwar, was er tun soll, aber er tut das leider nicht sonderlich lesbar. Wir haben hier context.getChildCount --1. Aber was soll uns das sagen? Ja, wenn ich jetzt den Baum wieder raushole, dann kann man sehen, manchmal hatten unsere Additionsknoten nur ein Kind und manchmal haben sie drei Kinder. Und hier decke ich eben den Fall für ein Kind ab und wenn man den Baum vor sich hat, dann weiß man auch, was das soll. Aber so richtig leicht zu verstehen ist es nicht und es ist zeitaufwendig, das jedes Mal zu erklären. Und wenn dieser Visitor hier erstmal groß wird, wenn unsere Sprache immer mehr und mehr Elemente hat, dann wird es umso aufwendiger für uns auch noch im Kopf zu behalten, was damit eigentlich gemeint ist. Das gleiche gilt auch für context.getChild 0 und getChild 2. Für einen Außenstehenden oder nach einer Weile, wenn die Komplexität ansteigt, auch für uns, wird es sehr schwierig, noch nachzuvollziehen, was diese Teile hier tun oder auf was für einen Teil unseres Baums sie zugreifen. Daher zeige ich euch jetzt, wie das besser geht. Wir gehen als erstes wieder in die Grammatik und dann fügen wir hier Labels hinzu. Zum Beispiel gebe ich dieser Subregel, also diesem Teil dieser Regel, das Label plus. Und diesem Teil der Subregel, da schmeiße ich erstmal das Semikolon in die nächste Zeile, damit das nicht mehr stört. Und dann gebe ich dem Teil der Subregel das Label Zahl. Außerdem gebe ich den einzelnen Teilen der Regeln auch noch Labels. Zum Beispiel der Teil hier ist links. Das ist der linke Teil der Addition und der Teil ist rechts, ist der rechte Teil der Addition. Und die Zahl hier unten, das ist, naja, meine Zahl eben. Dann speichere ich das und generiere den Parser wieder neu mit Antler. Jetzt muss ich hier in Eclipse einmal wieder beim Parser auf F5 drücken, damit der sich aktualisiert. Und wir sehen direkt, unser Visitor passt nicht mehr zu dem von Antler jetzt generierten Demo-Base-Visitor. Der hat sich durch die Labels nämlich geändert. Wir haben jetzt seit neuestem eine Methode visitPlus und eine Methode visitZahl. Die werden jetzt aufgerufen, jeweils für den Teil, der ChildCount 1 hat. Weil, wenn wir nochmal auf hier drauf gucken, das ist der Teil der Regel mit dem ChildCount 1, der ruft die Subregel Zahl aus. Und der mit dem ChildCount 3, der ruft jetzt die visitPlus auf. Also haben wir hier visitPlus, das ist dieser Teil hier. Und außerdem haben wir visitZahl. Und visitZahl ist dann dieser Teil der Regel. Die alte Visit-Additionsregel Methode schmeißen wir weg. Fügen unsere Return Null ein. Und sehen, dass unser Visitor schon etwas an Lesbarkeit gewonnen hat. Aber es könnte immer noch besser sein, denn wir haben immer noch hier context.getChild 2. Stattdessen wollen wir jetzt hier auf den Teil mit dem Label rechts zugreifen. Wie geht das? Ganz einfach, indem wir hier rechts eingeben. Das ist jetzt ein Token und wenn wir auf dieses Token getText aufrufen, dann bekommen wir den Text von dem Knoten. Genauso ist das hier unten, nur hier heißt unser Token Zahl. Jetzt lasse ich unseren Compiler wieder laufen und wie wir sehen, ich habe das Visit Children vergessen. Das ist natürlich wichtig, weil nach wie vor ist es so, dass das Visit Plus hier Subknoten hat. Jetzt nochmal. Und wir haben immer noch die gleiche Ausgabe, aber jetzt einen deutlich lesbareren Visitor.
Unsere bisherige Methode, direkt nach System out zu schreiben, hat ein paar Nachteile. Denn was einmal auf die Konsole geschrieben wurde, das ist geschrieben, da kommen wir nicht mehr dran, das können wir nicht mehr nachbearbeiten und wir können es uns auch nicht mehr anders überlegen und sagen, hey, wir wollen das gar nicht auf die Konsole schreiben, sondern lieber in eine Datei. Deswegen machen wir das jetzt ein bisschen anders und geben unsere Werte, die wir hier generiert haben, zurück, statt sie auszugeben. Bei visitZahl ist das ganz einfach. Wir sagen return context.type getText statt dem, was wir bis jetzt hatten. Hier oben würden wir den Wert von unseren Kindern, den wir haben, plus einen Zeilenumbruch, plus die rechte Zahl, plus wieder ein Zeilenumbruch. Und dann noch einmal plus Addition zurückgeben. Return. Das Ganze hat jedoch ein Problem, denn unsere visitChildren-Methode geht jetzt über mehrere Knoten hinweg, soll aber nur einen String zurückgeben und sie weiß nicht, wie man diese zwei Strings zusammenfügt. Außerdem haben wir auch noch sehr viele Knoten, die überhaupt keine Visit-Methode haben und die generieren immer einfach Null als Return-Wert per Default. Wir müssen Antler jetzt beibringen, also beziehungsweise unserem von Antler generierten Visitor jetzt beibringen, wie er solche Werte zusammenfügen kann. Das machen wir, indem wir die AggregateResult-Methode überschreiben. In der Methode bekommen wir jetzt immer ein bereits vorhandenes Ergebnis und ein anderes Ergebnis, was angefügt werden soll. Und beide können auch jeweils null sein. Beim ersten Aufruf ist Aggregate null und es ist nur NextResult gesetzt, weil eben an nichts bisher Bestehendes etwas angehängt werden soll. Und wenn beides gesetzt ist, dann haben wir zwei tatsächlich, die wir zusammensetzen wollen. Um das ganz einfach zu machen, wir schauen einfach nach, ist das Aggregate null? Dann geben wir NextResult zurück. Wenn NextResult null ist, dann geben wir Aggregate zurück und ansonsten ist offensichtlich beides nicht null und wir geben Aggregate plus ein Zeilenumbruch plus NextResult zurück. Jetzt müssen wir das Ganze auch noch irgendwo ausgeben. Dafür gehen wir in unsere Main-Klasse und diese Visit-Methode gibt jetzt das aggregierte Ergebnis von allen unserer Aufrufe zurück. Und das geben wir aus. Ihr seht, das Ergebnis hat sich nicht verändert, das funktioniert also immer noch. Wir haben unseren Visitor jetzt mit Hilfe von Labeln lesbarer und mit Hilfe von Rückgabewerten vielfältiger gemacht. In den nächsten Videos werden wir tatsächlich einen Instruktionscode generieren, ausführen und noch viel mehr. Lasst mir Daumen da, schreibt mir Kommentare mit euren Anmerkungen und Fragen. Abonniert meinen Kanal, um in Zukunft sofort informiert zu sein, wenn eine neue Folge kommt. Vielen Dank an Garderol, der mir für die Aufnahmen sein Studio zur Verfügung stellt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Build a Compiler.